Wir decken hier alles ab, von was Süßem zu was Deftigem. Jetzt gibt es richtig geile Musik von denen, die es ja schon immer konnten. Wie zum Beispiel Madonna. Dr. Pop ist da, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Wir merken tatsächlich, jetzt schicken wir uns ja alles wieder diese ganzen Jahresberichte. Was hast du gehört dieses Jahr? Welches ist dein Lieblingskünstler? Und wir stellen fest, weil wir es ja wieder geschickt bekommen von den Freunden, da sind vor allem die alten Stars dabei. Ne? Cher hat jetzt ein Weihnachtsalbum, Madonna macht Welttournee. Gleich sprechen wir noch hier über Bruce Springsteen. Wen haben wir noch? Rod Stewart. Rod Stewart, ja. Depeche Mode und so. Lohnt sich das? Können die das immer noch? Oder ist das gerade den Menschen beim alten Teil irgendwie helfen? Wir gucken jetzt vor allem erstmal Madonna an. Mhm. Wir haben, du warst bei dem Konzert. Genau, es waren zwei Konzerte in Berlin. Du warst Fan oder Reporter in dem Fall? So eine Mischung. Also natürlich mag ich die alten Hits von Madonna. Ich liebe die einfach. Aber ich wollte zum ersten Mal sehen, wie performt sie live. Mhm. Und man musste geduldig sein, weil auf dem Ticket stand 19 Uhr Einlass, 20.30 Uhr Showbeginn. Es ging aber erst um 10:30 los. Das ist also krass. Und das Konzert dann wie lang? Bis 12:30 nachts. Das ist verrückt. Was kostet ein Ticket für ein Madonna-Konzert? Weil Konzerte sind richtig teuer geworden. Ja, also am Dienstag war ausverkauft. Gestern gab es noch ein paar Tickets. Und die günstigste Karte ganz oben war so 250 Euro ungefähr. 250 richtig. Für die günstigste? Für eine, ja, auf jeden Fall. Da sprechen wir schon von den billigen Plätzen. Und wenn man so ein Ticket haben möchte im sogenannten Golden Circle, also ganz nah an der Bühne heran, da muss man schon den Bausparvertrag für auflösen. Also das ist wirklich heftig. Da bist du bei 600, 700 Euro teilweise. Die Frage ist ja, ob man dann in der Vergangenheit lebt und weiß, sie ist unangefochten die Queen of Pop. Das will ich gar nicht kritisieren. Mhm. Ich möchte auch nicht respektlos sein. Mhm. Aber man hat ja ein paar Videos gesehen, da sind wir froh. Sie war im Krankenhaus, dann konnte sie nicht gerade auslaufen. Bei vielen Auftritten gibt es Pannen. Liefert sie ab? Ja, also die Show war bombastisch, das muss man auf jeden Fall sagen. Sie hat 34 Lieder performt, sie hatte 16 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne. Also das war ein Spektakel. Ja. Es gab zwischendurch auch eine Feuershow, so eine magische Feuershow. Ich dachte, jetzt kommen die Ehrlich Brothers auf die Bühne. Aber man muss sagen, es war jetzt weniger ein Live-Konzert, es war mehr ein Madonna-Spektakel, muss man sagen. Oh, Moment, damit sagst du eigentlich, dass alles Playback war. Eigentlich schon. Also es gab keinen Schlagzeuger, keinen Bassisten, das kam alles vom Band. Sie hat ab und zu mal ein bisschen Gitarre rüber gespielt. Sie hat zwischendurch auch mal gehustet. Das war auf jeden Fall so ein Live-Moment. Live-Huster, Mensch, ja. Toll. Aber sonst, es gab auch so eine etwas kuriose Situation. Ihre Tochter, sehr sympathisch, Mercy James, war auf der Bühne an so einem großen Flügel. Man hat Klaviermusik gehört, man hat auch gesehen, wie die Tasten gedrückt haben. Aber wenn man etwas genauer hingeschaut hat auf den großen Leinwänden, konnte man sehen, dass sich innerhalb des Klaviers die Klavierhämmer nicht bewegt haben. Mhm. Also hier und da wurde doch ein bisschen mit Playback herumgetrickst. Finde ich persönlich dann waren ja ein bisschen unangenehm. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die Leute, die jetzt noch mal auf Tour gehen, es sind ja die, über die wir gerade sprechen, mit großen Welttourneen unterwegs, man hat das Gefühl, da ist die Geldgier noch ein bisschen gewachsen. Ja, die Karriere ist groß, ja. Aber gerade am Merch-Stand, da verlierst du ganz schnell gute Laune. Ja, also Madonna hat auf jeden Fall einen Ruf, dass es alles nicht so günstig ist. Ich war am Merch-Stand und da gab es eine Jacke zur Tour, die hat 250 Euro gekostet. Und das war jetzt nicht so eine dicke Winterjacke, die man vielleicht gerade gebrauchen kann. Das war wirklich so ein ganz dünner Stoff. Da ist das Foto, ne? Ja, genau. Also ich bin dann schnell mit der Rolltreppe 250 hochgefahren. 250 Euro? Also T-Shirts 50 Euro, da hat man sich ja fast schon dran gewöhnt. Aber das war so ein dünnes Jäckchen für 250 Öcken. Ich finde das ja, also wenn man Madonna liebt und das sehen will, bitte hingehen. Aber das ist ja eine Monatsmiete, die ich da ausgebe. Auf jeden Fall. Also ich meine, wir lieben Madonna ja auch für die großen Hits, wie hier Like a Virgin zum Beispiel. Da gibt es aber auch eine nette Anekdote zu. Die beiden Komponisten von diesem Lied haben in den 80er Jahren gefragt, ob sie denn mal eine Freikarte fürs Madonna-Konzert bekommen könnten, so als kleines Dankeschön für den Welthit. Und da hat Madonna allen Ernstes gesagt, nee, sollen sie mal ruhig selber kaufen. Also das ist eine verbriefte Geschichte, da war sie sehr streng. Haben kommt von halten, bloß nichts weggeben. Also Madonna lohnt sich aber als Konzert, wenn man es sehen möchte, wird man nicht enttäuscht. Ja, also man kriegt kein wirkliches Live-Konzert geboten. Sie singt ab und zu mit, sag ich mal, ein bisschen Autotune-Unterstützung, was auch eine gute Idee ist. Also wir können noch mal reinhören, wie es damals beim ESC klang. Und ich meine, das kann mal passieren, dass man einen schlechten Tag hat. Ja. Was ich dann aber im Nachgang zum ESC wirklich nicht okay fand, das war 2019, dass man nachträglich im Netz, bei YouTube und auf der offiziellen Seite, das rausgenommen hat, bearbeitet hat und eine etwas korrigierte Version ins Netz gestellt hat. Man hört es gleich, besonders am letzten Ton, den sie hält. Jetzt kommt's. War dieser Ton korrigiert. Ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es frech. Ja. Wenn, dann sollte man auch dazu stehen. Wir haben es aber angekündigt. Wir hören einmal ganz kurz das Konzertbarometer 2024. Können wir machen. Konzerttickets sind, wie du gerade gesagt hast, richtig teuer. Was lohnt sich live, was nicht? Bruce Springsteen, 0 oder 100? Immer. Also der geht, wenn es heißt 20 Uhr geht das Konzert los, habe ich gerade von der Kollegin gehört, geht er um 2 nach 8 auf die Bühne. Also Stark. Und dann liefert er auch 3 Stunden Also lohnt ab. Sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Rod Stewart. Rod Stewart.
kann man machen. Ich meine, der hat 8 Kinder, der muss auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, also hat 250 Millionen Alben verkauft, aber trotzdem kann man auch auf jeden Fall machen. Depeche Mode, sowieso eine gute Idee. Ja. Da wurde auch angekündigt, dass Dave nicht mehr oberkörperfrei auftreten möchte wegen Dave des Alters. Ja, okay. Genau. Und Metallica? Ja, also da hat sich vielleicht nicht so viel getan in den letzten Jahren. Übrigens, kleiner Funfact, die erste Metallica-Platte, da war ein Druckfehler drauf, da hießen sie Metallica mit 2 T geschrieben. Oh, das müsste das Lieblingsalbum vom Kollegen Killing sein. Ja, das kann sein. Und AC/DC, ja oder nein? Wenn man ein lautes Konzert haben will, auf jeden Fall, weil die haben Rekorde gebrochen, da hat man immer so 130 Dezibel auf den Ohren, also es wird auf jeden Fall schön laut. Ja, das ist doch schön. Dr. Pop, vielen Dank. Sehr gern. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.